Sehr geehrte Herren, ich protestiere in schärfster Form gegen den letzten Sketch über einen Holzfäller, der Frauenkleider liebt. Ich habe in meinem Leben viele Holzfäller kennengelernt und nur 70% davon waren Transvestiten. Die übrigen hatten aufrichtige und feste Verhältnisse mit Haustieren auf die übliche Art. Ich habe auch ein Gewichtheberpaar gekannt, das sich immer am Ostersonntag als Känguru verkleidete und auf einem Trampolin gewagte Übungen vorführte. Wie lange noch wird unsere Gesellschaft solch pseudobeuteltierhaftes Verhalten hinnehmen? Hochachtungsvoll, Zollinspektor Heinrich von Salzenfels, Frau.